Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Naked Haul. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch heute ein paar meiner Dezember-Favoriten zeigen. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen in eine schöne winterliche Stimmung bringen. Wir starten mal mit dem Jäckchen, das hat ganz süße Knöpfchen, ich zeige die euch mal näher. Genau, das sind so kleine Blümchen. Die sehen total hübsch aus. Und genau, es ist ein sehr flauschiges Jäckchen. Das Einzige, was so ein bisschen schlecht ist, dass es so ein bisschen fusselt. Und zwar an der schwarzen Hose sieht man das dann sofort. Die schwarze Hose hier, die ist auch von Naked. Das ist so eine ganz normale Skinny Jeans von Naked. Die Socken sind auch von Naked. Wusste ich auch erst vorher gar nicht. Die habe ich jetzt letztens gefunden. Die sind auch total süß. Genau. Das sind so Wollsocken von Naked. Und darunter habe ich dann nochmal ein ganz normales Basic Ripblock T-Shirt. Die aufzumachen ist ein bisschen schwierig. So. Ja, so ist hier nochmal offen. Hier können wir dann nochmal das T-Shirt sehen unten drunter. Das ist nämlich auch ganz schön, weil es so ein bisschen längere T-Shirt-Ärmel hat. Das finde ich ganz schön. Das macht einem immer den Arm so ein bisschen schlanker. Genau. Und das hat einfach so ein schönes Dunkelbraun. Und ist so eng anliegend. Gefällt mir sehr gut. Das habe ich schon in mehreren Farben. Ja, ich bin einfach ein Riesenfan von den Naked Basics. Dann habe ich hier noch diese coolen Schuhe von Naked auch. Die sind aus Leder. Und sind so ein bisschen höher geschnittene Boots. Die gefallen mir richtig gut. Und auch die Farbe richtig schön. Den finde ich auch ganz schön. Der macht das sehr schick auch. Der ist super weich, hat auch eine ganz, ganz schönen Stoff. Also was ich auch ganz cool finde, ist, dass der diese Shoulder Pads hat. Das macht einen so ein bisschen ja, größere Schultern, macht einen dadurch sehr schlank, finde ich sehr cool. Wer sich vielleicht noch daran erinnern konnte, war, dass ich in meinem letzten Video ein Phoenix Arizona T-Shirt hatte. Ich habe mir noch den Phoenix Arizona Pulli dazu geholt. Ich finde den sehr, sehr cool, total lässig, sehr einfach, wenn man immer einfach nichts krass, also sich nicht so schick machen möchte. Auch gut fürs Rausgehen mit dem Hund oder mit dem Pferd und das finde ich super, gefällt mir sehr gut. Soll ich jetzt sagen, den nächsten Pulli? So, das hier ist der nächste Pulli. Das ist auch so wie so ein T-Shirt-Pulli. Gefällt mir auch richtig gut. Ihr wisst, ich mag das immer gerne mit den Armen, wenn die so ein bisschen länger sind. Und auch das Pattern auf dem Pulli gefällt mir sehr gut. Ist halt mal ein bisschen anderes Strickmuster. Sehr schick, finde ich. Auch in dem Lila gefällt mir gut. Finde ich richtig schön. Yeah.
mein letztes Item. Das ist so ein schönes, dickes Wollkleid. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch noch diese so kniehohe Socken dazu. Das finde ich auch richtig cool unter diesen Schuhen. Das sieht richtig schön aus. Und ja, ich habe das jetzt mal kombiniert mit einem Gürtel. Das finde ich richtig schön so. Das gefällt mir sehr gut so. Ich zeige es euch auch nochmal ohne den Gürtel gleich, weil dann ist es viel weiter. Das ist auch ganz cool so. Aber ich liebe schon immer einen Gürtel und ich finde, das sieht sehr schick so aus. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich habe mich gefreut, dass ihr dieses Jahr wieder mit dabei wart. Ich habe dieses Jahr auf Social Media etwas weniger gemacht, da mein Beruf sehr anstrengend geworden ist zurzeit und ich kaum noch Zeit bekomme für mein Lieblingshobby hier, euch Mode vorzustellen. Nichtsdestotrotz ist es mir ganz, ganz wichtig, dass das auch monatlich weitergeht, dass ich meine Naked-Kleider euch vorstellen kann. Und ich liebe das, in diesen Jahreszeiten mitzugehen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen ein etwas einfacheres Jahr haben mit weniger Problemen und weniger Stress. Und ich wünsche euch allen ein ganz, ganz frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! Stopp, warte kurz, bevor du gehst. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir ein Abo von dir bedeuten würde. Also klick bitte kurz noch auf Abonnieren und am allerbesten noch auf die kleine Glocke nebendran. Dann sehen wir uns ganz bald wieder.